Ich habe Dummertei. Unser heutiges Highlight widmet sich dem Dichter Hesiod und seiner Theogonie. Hesiod lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und sein Lehrgedicht Theogonie beschreibt die Entstehung der Welt, vom allerersten Anfang mit der gehenden Leere, dem Chaos bis zur Herrschaft des Zeus. Ein Strukturmerkmal ist die Ablösung von Herrschaften, erst Uranos, dann Kronos, dann Zeus. Ein anderes wichtiges Merkmal ist, dass alles miteinander über verwandtschaftliche Beziehungen zusammenhängt, also wer wen hervorgebracht hat und wer wessen Nachkomme ist. Und diese ganzen Nachkommen und die Aufzählung dieser ganzen Nachkommen, die dann den Kosmos bevölkern, nimmt einen großen Raum in diesem Lehrgedicht ein. Ein Beispiel dafür habe ich heute ausgewählt, und zwar der Katalog der Nereiden. Das sind die 50 Töchter des Nereus, die irgendwie mit dem Meer verbunden sind. Und ihre Namen verraten auch, was sie so für Aufgaben haben, ob sie irgendwie die Windstille sind oder die Wogenkletterin, die Höhlenbewohnerin und so weiter. Wir werden das gleich nochmal sehen. Interessant ist nun, dass Hesiod sehr viele seiner Verse damit verbringt, einfach die Namen nur aufzuzählen. Und das werden wir uns erstmal anhören, dann sage ich gleich noch was dazu. Nerei ost egenento megerita technate aum. Ponto en at rygeto kai dordas e ykomoio. Kures okean noio tele en tos potamoio. Proto oikrante tesa ot amphitritete. Poido retite tis de galene te glaucete. Quimote es beioteto et aliet eroessa. Asite etera tote kai oini kerova pechus, kai melite chariessa, kai oilimene kai agave, do tote protote ferusate dynamenete, ne saiete kai actae kai protomedeia. Soweit erstmal dieser Ausschnitt, das geht noch eine ganze Weile so weiter. Das heißt eigentlich nicht mehr als Folgendes. Von Nereus stammen viel begehrte Kinder von Göttinnen im öden Meer und von der Mutter der schönhaarigen Doris, der Tochter des vollendeten Stromes Okeanos. Und dann kommen die ganzen Namen: Proto, Eukrante, Sao, Amphitrite und so weiter. Ihr findet im Text und im Video die Aufzählung dieser Namen und in Klammern die Erklärung, was die Namen bedeuten. Das heißt also, wenn Hesiod diese Namen aufzählt, sind das einerseits Gottheiten, Wesen, an die er irgendwie schon glaubt, sonst würde er die nicht so aufzählen. Andererseits erklärt deren Nennung aber eben auch, wie die Welt zusammengesetzt ist. Und man kann über die Benennung, also über diese Namen, auch erfahren, wie die Welt gemacht ist, wie sie zusammengesetzt ist. Und wenn man das so vorliest, hört man ja auch, dass das Ganze einen gewissen Wohlklang hat und auf den auch angelegt ist, dass gewissermaßen dieser musikalisch-klanglichen Ebene auch die Deutung der Welt erfolgt. Und das ist ja was ganz Charmantes, wie ich finde. Darum dieser Ausschnitt aus dem Nereidenkatalog für heute. Das heißt aber genug mit Hesiod, und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, Eis Aureum.